Hallo zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf Guidos Welt. Heute kochen wir nicht, heute backen wir nicht, heute zeige ich dir ein Spezialvideo. Und zwar zum Thema Geld sparen im Haushalt und vor allem in der Küche. Ich will dir mit ein paar einfachen Tipps zeigen, wie du Geld sparen kannst, wie du es selber machen kannst und wie einfach es ist, eben genau ein paar Dinge selber zu machen, anstelle fertig zu kaufen. Legen wir gleich los. Und zwar kommt hier der erste Tipp. Wir machen selber Reibkäse. Ich habe hier schon mal den Käse bereit gemacht, den ich nehme. Und zwar nehme ich Käse, der vor allem gerade Aktion ist im Supermarkt. Oder den ich gerne mag. Ich habe hier Emmentaler Käse, Gruyère Käse, dann haben wir Parmaggio. Und ich habe noch ein wenig Resten von unserem Raclette letzte Woche, Raclette-Käse. Ich mache ein paar kleine Stücke daraus, also ich zerkleinere den Käse. Ich habe hier meine bekannte Küchenmaschine, der hat einen Aufsatz. Nehme den Käse. Ein Stück von diesem, ein Stück von diesem, ein Stück von diesem, da wird er gerührt und siehst du, et voilà, ich habe Reibkäse. Super, gell? Was ist? Was hast du? Moment. Kannst du schnell auf die Seite gehen, bitte? Da hinten fragt jemand etwas. Was? Ach so, du hast keine solche Maschine. Okay, ich habe eine Lösung. Meine Lösung. Schau mal, eine ganz normale Küchenraspel. Die hat sogar vier verschiedene Dicken. Ich nehme den Käse, die Raspel und mache es von Hand. Klar, ist mühsamer, aufwendiger, aber du sparst genauso viel Geld wie der andere. Schau mal, du hast eigener, geriebener Käse. Den kannst du für deine Spaghetti machen, für deine Nudeln und so weiter und so weiter. So kannst du Geld sparen. Also, ich mache jetzt noch schnell den Rest fertig. Siehst du? Fertig ist unser geriebener Käse, inklusive ein bisschen Sauerei. 5 Minuten und du hast selbst eigene geriebene Käse. Komm, wir gehen weiter. Hier drüben habe ich dir weitere Tipps. Also, wie gesagt, Tipp Nummer 2. Wir machen jetzt Joghurt selber. Du brauchst 1 Liter Milch. Und zwar ganz wichtig, 3,5% Fettgehalt. Du nimmst ein Naturjoghurt. 3,5%. Du gibst dieses Joghurt hier in diese Milch hinein. Und jetzt erwärmst du das Ganze ganz langsam auf. Es sollte, ich habe hier einen kleinen Thermometer, ungefähr 40 bis 42 Grad Temperatur bekommen. Diese Joghurtmaschine, die hat 30 Schweizer Franken gekostet. Bei Amazon gibt es auch eine, habe ich gesehen. Für 30 Euro, inklusive 7 Gläser. Ich habe nur noch 6, weil eins ist mir kaputt gegangen. Diese Milchmasse, die ich hier hinten bereit mache, die reicht genau für 7 Gläser. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Milch auf rund 42 Grad vorgeheizt. Ich nehme die Milch und fülle diese Gläser ab. Und gebe sie gleich hier in die Joghurtmaschine hinein. Du hast 7 Gläser. Ganz wichtige Tipps, Geld sparen. Du isst nur 6 Joghurt. Ein Joghurt lässt du übrig. Jetzt machst du übermorgen wieder Joghurt. Dann nimmst du nämlich genau dieses eine Joghurt, das übrig geblieben ist, 1 Liter Milch und voilà, hast du schon wieder neues
Joghurt. So einfach, so schnell und so kostengünstig. Und ganz wichtig, du weißt, was hier drin ist. Du hast es gemacht. Ich schalte jetzt diese Maschine ein. Das ist ganz einfach. Und zwar auf 12 Stunden. Und dann nimmst du es raus. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Tipp Nummer 3. Wir machen selber Tomatensauce. Einfach, schnell und wieder günstig. Du brauchst erstens Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Pilates, ein bisschen Olivenöl, Gewürz, das war's. Ich spiele dir jetzt gleich ein Video ein von meinem letzten Cannelloni-Video, wo ich selber Tomatensauce gemacht habe. Dort siehst du, wie schnell und einfach das gemacht ist. Zwiebeln in heißes Öl, Pilat hinzu, Gewürz, eine Stunde kochen lassen. Schau dir das Video an und nachher gehen wir weiter zu Tipp Nummer 4. Mein Tipp Nummer 4, leckeres, einfaches, schnelles, knappes Zeug. Und zwar, wir machen Popcorn. Ich nehme ein bisschen Öl, was habe ich hier? Rapsöl in die Pfanne, in den Topf. Ich gebe eine kleine Prise Salz hinzu. Eine Prise Zucker, mehr braucht es nicht, dass ein bisschen Geschmack hat, das Ganze. Ich lasse das Ganze schnell ein bisschen heiß werden. Temperatur runter. Popcorn. Nicht zu viel, dass es schön Platz hat. Siehst du? Gleich das ganze Öl-Zuckersalz-Gemisch mischen. Deckel drauf. Hui. Ich schüttle ein wenig an der Pfanne herum, damit sich schön alles verteilt. 5 Minuten. 5 Minuten und du hast einen Kübel voll selbstgemachter Popcorn. Die sind lecker für einen Film. Sie kosten wenig. So ein ganzer Sack voll Popcorn, also Mais, kostet nicht mal 1 Euro, 1 Schweizer Franken. Und du hast jetzt einen Kübel voll knapper Zeug. Schnell, einfach, günstig. Mein nächster Tipp ist Lebensmittel einfrieren. Und zwar nicht einfrieren in normale Beutel, damit sie Gefrierbraun bekommen, sondern ich vakuumiere meine Lebensmittel. Diese Woche war zum Beispiel in einem Lebensmittelladen Servola Aktion. Jetzt geht's los mit dem Grillieren. Wir lieben Servolas. Wir haben gleich 20 Stück gekauft. Ich gehe jetzt portionieren. Ich mache Beutel zu je 4 Stück und friere die ein, und zwar vakuumiert. Wenn sie vakuumiert sind, dann bekommen sie keinen Gefrierbrand und sie bleiben danach länger haltbar. Ich zeige dir jetzt gleich mit meiner Vakuumiermaschine, wie das einfach und schnell geht. Bleib dran! Dies ist jetzt meine Vakuumiermaschine. Die ist 8 Jahre alt. Die hat damals 30 Schweizer Franken gekostet und die kriegst du heute noch für den gleichen Preis, also ähnliche. Ich nehme einen Vakuumierbeutel. Ich nehme hier jetzt dieses Anschauungsstück. Das ist ein Landjäger, gebe es in den Beutel hinein. Den Beutel klemme ich hier jetzt in die Vakuumiermaschine hinein. Starte sie. Die Vakuumiermaschine zieht jetzt die ganze Luft aus dem Beutel. Ich habe hier eine Anzeige, wenn es so gut weit ist. Es ist grün. Und jetzt gehe ich nur noch das Ganze zuschweißen. Also das macht die Maschine und nicht ich. Das war's. Der Beutel ist hier geschweißt, es kommt keine Luft rein, keine Luft raus. Somit bekommen die Lebensmittel keinen Gefrierbrand und du kannst sie sehr lange im Tiefkühler einfrieren und viel länger haltbar sein. Weiter geht's mit dem nächsten Tipp. Mein nächster Tipp ist auch noch zum Thema Einkaufen. Gehe nie, wirklich gehe nie mit Hunger einkaufen. Gehe immer nach dem Mittagessen
oder ess vielleicht ein Stück Brot davor und nur so einkaufen gehen. Weil du kaufst jedes Mal, wenn du Hunger hast beim Einkaufen, Überflüssiges ein und viel zu viel und du verbrauchst viel zu viel Geld beim Einkaufen. Nachher hast du zu viel Ware zu Hause, gibst es in den Kühlschrank, sie verderben dort die Lebensmittel und du musst sie fortwerfen. Also, gehe nie mit Hunger einkaufen. Das waren sie. Meine Tipps für den Haushalt, für die Küche, wie du Geld sparen kannst mit wenig Aufwand. Du hast gesehen, ich habe einige Maschinen jetzt benutzt. Das ist noch mein letzter Tipp. Kaufe die Maschinen nicht nur, benutze sie. Stell sie nicht einfach hier überall in die Schränke. Wow, sie sind schön, die sind super. Nein, nutze sie so viel wie möglich. Klar kannst du sie nicht jeden Tag nutzen, aber nutze sie. Nicht einfach kaufen und in die Schränke stellen. Ich hoffe, dir haben meine Tipps ein wenig geholfen. Du nutzt sie. Und wenn du weitere Tipps hast, die auch mir oder anderen Usern helfen, unten in die Kommentare bitte schreiben. Danke vielmals, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.